Ja, der demografische Wandel ist ja ein Thema, das die ganze Gesellschaft betrifft. Wir werden weniger, wir werden älter und die deutsche Gesellschaft wird vielfältiger. Wir gehören schon jetzt zu den ältesten Gesellschaften weltweit. Das heißt, es ist ein Phänomen, das jeden betrifft, das von jedem mitgestaltet werden kann. Und diese Gestaltungschancen darzustellen, diese Gestaltungschancen offen zu legen, das ist ein Teil des Wissenschaftsjahres. Und wir wollen verdeutlichen, welchen Beitrag Bildung, Wissenschaft und Forschung leistet, um dieses Phänomen des demografischen Wandels zu beschreiben, zu verstehen und eben diese Gestaltungspotenziale dann auch mitnutzen zu können. Es ist ein Thema, das sowohl Risiken wie auch Chancen beinhaltet. Und wir müssen, glaube ich, einen nüchternen Blick auf die Risiken werfen. Auch dazu kann Forschung einen Beitrag leisten, diese Risiken zu benennen. Aber andererseits ist es auch ein Thema, das eine enorme Vielzahl von Chancen darbietet. Wir gehen in eine Entwicklung herein, wo wir über 10 gewonnene Jahre sprechen. Wir leben in einer Gesellschaft, die keine alternde Gesellschaft ist, sondern eine Gesellschaft des längeren Lebens. Und diese Potenziale deutlich zu machen und anzupacken, dass man diese Potenziale gestaltet, das liegt mir am Herzen. Die MS-Wissenschaft ist eines unserer großen Instrumente, um das Thema voranzubringen. Wenn ich sage Instrumente, ist das natürlich falsch für ein Schiff. Es ist eine Möglichkeit, an 40 Städten in diesem Jahr eine Vielzahl von Menschen jeden Alters zu erreichen. Im vergangenen Jahr waren 90.000 Besucherinnen und Besucher hier auf diesem Schiff. Also wo immer das Schiff anlandet, ist es ein Magnet für die Bevölkerung der jeweiligen Städte. Also das ist eine super Sache. Ein solches Schiff und es macht immer wieder Spaß, hier mit dabei zu sein. Wir bringen die Dinge hier in Fluss, um mal im Bilde zu bleiben. Wir bringen die Dinge in die Städte hinein und haben in den Städten, wo wir vor Anker gehen, haben wir auch einen Themenanker gesetzt, damit sich die Bevölkerung mit in diesem Jahr zum Beispiel dem demografischen Wandel und der demografischen Chance auseinandersetzen. Ja.